Durch Berg und Tal im Tegeler Forst. Das ist auch dieses Jahr das Motto vom Herbstwaldlauf. Der Laufklassiker geht mittlerweile in die 67. Runde und läutet auch dieses Jahr den Endspurt der Laufsaison ein. Der war super. Also das Wetter ist super, die Strecke ist mega, also mega anstrengend, aber auch super schön. Und wie immer am 1. Advent. Das ist Berlins ältester Crosslauf. Ein letztes Mal also noch laufen und Spaß haben. Strecken gibt's für groß und klein. Wahlweise geht es 1,9, 3,8, 6 oder 11 Kilometer durch den Wald. Die Leute kommen her, laufen, haben Spaß, unterhalten sich und fühlen sich einfach wohl. Und heute bei dem herrlichen Wetter war das nochmal eine besondere Freude für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Über 1000 Läuferinnen und Läufer zieht es am ersten Adventssonntag in den Berliner Norden. Zwar sind die Steigungen der Forst- und Wanderwege nicht ganz so gemein wie bei der Seger-Serie, doch haben es trotzdem in sich. Die Strecke ist gut. Hab nicht mit gerechnet, dass sie so ein bisschen hügelig ist. War überraschend für mich gewesen. Ansonsten, Veranstaltung ist schön, gut organisiert. Nächstes Jahr wieder dabei auf jeden Fall. Umso schöner ist es dann, wenn man sich im Anschluss die wohlverdiente Medaille um den Hals hängen darf. Weil es echt schön ist, durch den Tegeler Forst zu laufen. Es ist immer eine coole Stimmung und wir laufen auch eigentlich nur aus Spaß und haben dann Weihnachtslieder dabei und ja, ist eigentlich ein cooles Event. Natürlich darf auch der Familienlauf nicht fehlen. Hier absolvieren mindestens 3 Familienmitglieder, am besten generationsübergreifend, die 1,9 Kilometer lange Strecke gemeinsam und müssen auch gemeinsam die Ziellinie überqueren. Das lässt sich nicht einmal der eigene Vierbeiner entgehen. Und für alle Kinder gibt es auch noch eine besondere Überraschung. Kurz vor dem 6. Dezember darf man sich noch einen Schoko-Nikolaus abholen. Also für uns ist das Besondere am Familienlauf, dass halt wirklich die Kleinen auch mitlaufen dürfen, dass es diesmal wirklich um die Kleinen geht und nicht um die Großen und die Zeit eigentlich wirklich unwichtig ist. Das ist uns immer ganz wichtig bei so Läufen, dass die Kinder einfach mitmachen, ohne dass es heißt der erste, zweite, dritte. Der Herbstwaldlauf ist zwar immer der traditionelle Jahresabschluss, trotzdem blickt man beim SC Tegeler Forst schon voller Vorfreude auf 2023. Also das nächste Jahr ist für uns ein besonderes Jahr als SC Tegeler Forst. Wir feiern den 75. Geburtstag. Dieses Jahr, 2023, wollen wir mit vielen Ereignissen diesem Geburtstag widmen und würdigen. Und ich denke, alle Mitglieder in unserem Verein haben ein besonderes Jahr vor sich. Also vieles, worauf man sich freuen kann. Die neue Laufsaison startet dann am 1. April mit dem Frohnau-Lauf. Falls ihr aber vorher schon nichts verpassen wollt, empfehlen wir euch, den Veranstaltungs-Newsletter zu abonnieren. Geht dafür einfach auf www.sctf-events.de und meldet euch kostenlos an. Jetzt aber lässt man die Saison ganz ruhig ausklingen, bevor es dann nächstes Jahr wieder voller Elan durch Berg und Tal geht.